Hey Freunde, was geht ab? Heute geht es mal um meine Theorie, ob Sanji eine Teufelsfrucht ist. Das sind ganz neue Aspekte, Freunde, deshalb bleibt dran, ich würde auch gerne eure Meinung dazu erfahren. Und um jetzt ein bisschen das Wissen aufzufrischen, erkläre ich euch mal kurz den Ablauf einer Teufelsfrucht. Ein Mensch ist eine Teufelsfrucht. So, dieser Mensch wird dann von diesem Teufel wahrscheinlich eingenommen. Da wissen wir aber nichts Genaues darüber. Er kriegt aber auf jeden Fall die Kräfte dieser spezifischen Teufelskraft. Wie das funktioniert? Ich stelle mir das so vor, dass jeder Mensch eine Seele hat. Und diese Seele liegt natürlich im Körper. Und wenn jetzt der Teufel noch dazukommt, also die Teufelsfrucht, also wenn die Seele des Teufels noch den Körper dazu betritt, kann er dann dafür sorgen, dass man halt als normaler Mensch und als normaler Seelenbesitzer, sage ich jetzt mal, eine weitere Seele aufnehmen und dann diese Kräfte entfesseln. Zum Beispiel die Feuerfrucht, dann kann man die Kräfte des Feuers benutzen, mit Hilfe des Teufels. So, und warum man nicht ins Wasser gehen kann, erklärt das Ganze wahrscheinlich dann auch, weil, naja, der Teufel steht halt für Feuer. Und das Gegenteil davon ist halt Wasser. Das heißt, weil der Teufel halt sozusagen das Gegenstück davon ist. Ich hoffe, das ergibt für euch auch Sinn, dass man halt natürlich als Teufel nicht ins Wasser kann. Würde Sinn ergeben. Mit Seestein ist ein bisschen unklar. Aber ich wollte das nur nochmal dazu erwähnen. Also das ist jetzt nicht der Hauptpunkt von diesen Teufelsfrüchten. So, aber nachdem man gestorben ist, wandert diese Seele raus. Das heißt, der Körper verliert dann sozusagen alle Seelen, weil man stirbt, also man verliert seine menschliche Seele, sage ich mal, und die Seele des Teufels entweicht dann auch förmlich. Und ich glaube auch, dass es einfach vielleicht ein Fluch sein könnte mit der Teufelskraft, dass wenn man einfach die Kraft des Teufels auf sich nimmt, dass Gott sozusagen einen dafür bestraft, weil man halt sozusagen den Teufel in sich aufnimmt und deshalb kann man einfach das beste Gut, was Gott einem gibt sozusagen, und zwar Wasser. Ohne Wasser kann kein Mensch überleben und da kann man einfach nicht mehr drin schwimmen, da ist man einfach schwach gegen. Man kann wahrscheinlich nur noch Wasser trinken, aber was man auch zum Überleben braucht. Also ist es sozusagen eine Art Fluch von Gott, weil du einfach den Teufel in dir aufnimmst. So könnte man es auch darstellen bzw. sagen. So, und wenn eine Seele des Teufels nicht in einem Menschen drin ist, also wenn ein Mensch die Teufelskraft nicht hat, ist sie in einer Frucht. Und da erkennt man, beziehungsweise wissen wir, dass eine normale Frucht in eine Teufelsfrucht umgewandelt werden kann, wenn die Seele da reinwandert. Das entscheidet die Seele anscheinend dann selbst oder der Teufel dann im Endeffekt selbst. Und man erkennt dann, dass eine normale Frucht wird dann zu einer Frucht mit diesen Kreisen. Das heißt, dieses Kreissymbol hat irgendwas mit dem Teufel zu tun. Also diese Kreise insgesamt sollen im Endeffekt symbolisch den Teufel darstellen. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. So, und was hat das Ganze jetzt mit Sanji zu tun, Freunde? Sanji wollte damals, als er Absalon getroffen hat und gesehen hat, dass er die Unsichtbarkeitsfrucht hat, wusste er damals schon, oh nein, diese Frucht wollte ich, ist ziemlich wütend geworden, meinte, er wollte damit Frauen ausspannen, aber im Endeffekt war es ihm klar, dass diese Teufelsfrucht existiert und dass er sie haben wollte. Auch im Anime bzw. im Manga jetzt haben wir gesehen, in seiner Vergangenheit hat er auch das Buch der Teufelsfrüchte gehabt. Das heißt, er hat dort auf jeden Fall nachgelesen, nachgeschlagen. Das war eine ziemlich große Theorie, die wahr geworden ist, die wir auch so gesagt haben. Und dort war wirklich das Buch der Teufelsfrüchte zu sehen. Das heißt, er wusste von dieser Unsichtbarkeitsfrucht und wollte sie haben. Und hat sie im Endeffekt nicht bekommen. Also müsste er theoretisch Absalon umbringen, um diese Teufelsfrucht zu bekommen insgesamt. Also wenn Absalon lebt, kann er natürlich die Frucht nicht haben. So, und jetzt kommen wir zur Augenbraue von Sanji. Oda hat schon öfter mal Hinweise dazu gegeben, was das sein könnte. Also warum die Augenbraue so gekreist ist, beziehungsweise so geformt ist. Die Geschwister von Sanji haben das auch. Also auf jeden Fall ist es irgendeine Art von Vorstellung von Oda. Er hat, by the way, auch öfter in den SBS geschrieben, was es sein könnte. Also er hat kleine Hinweise als Jokes versteckt, Freunde. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen, Freunde. So, Sanji hat aber jetzt eine ziemlich komische Fähigkeit. Und zwar kann er Diable Jumble benutzen. Und es wurde nie argumentiert, dass es irgendwie wegen Schnelligkeit und so weiter wäre oder wegen Reibung. Das ist ja bei Ruffy so. Aber im Endeffekt brennt der ganze Körper von Sanji. Es ist nun mal Fakt, das passiert. Und viele sehen das jetzt, denken sich wahrscheinlich, ja, es ist wahrscheinlich als Joke und so weiter, aber nein, Freunde, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und zwar glaube ich, dass ein Dämon bzw. sozusagen der Teufel in Sanji bereits drin steckt. Bei Sanji weiß man, dass er in der Kindheit bzw. das versucht wurde, einfach Gott zu spielen. Also der Vater von Sanji hat versucht, Gott zu spielen und hat den Kindern sozusagen verschiedene Kräfte gegeben, während sie noch im Bauch waren, Freunde. Und deshalb glaube ich, dass es vielleicht so passiert ist, dass Sanji diese Kräfte entfacht hat, einfach weil Gott sozusagen sauer wurde darauf, dass Sanjis Vater der Mutter einige Drohungen gegeben hat, dass er einfach
zu einer Maschine wird. Deshalb glaube ich auch, dass die Geschwister so stark sind. Deshalb glaube ich auch, dass die alle so eine Augenbraue haben. Und Sanji im Endeffekt hat er zwar nicht so Kräfte wie die Geschwister, aber wir wissen, dass er dieses Feuer in sich hat, dass er meistens wie ein Teufel reagiert, wenn es zu irgendwelchen Dingen kommt. Das wird immer als Comedy-Element benutzt. Ich weiß, Freunde, aber das ist wahrscheinlich der große Twist daran, dass man denkt, ein Comedy-Element kann nicht so wichtig sein, Freunde. Außerdem hat jemand mal in einer SBS gefragt, und zwar, ich zitiere wortwörtlich, haben alle Teufelsfrüchte ein gekreistes Muster auf denen? Und Oda antwortete, ja, es stimmt. Das unterscheidet sie von anderen Teufelsfrüchten. Danach hat er geschrieben, und manchmal frage ich mich, ob Sanji selbst eine Teufelsfrucht ist. Das hat Oda so geschrieben, 1:1 in der SBS Volume 45. Ihr könnt einfach googeln, SBS Volume 45 One Piece, und da findet ihr es sofort. Und da ist auch dieses Teufelsfrucht-Logo, also man sieht dort rechts auch eine Teufelsfrucht abgebildet. Das ist 1:1 true und wurde genauso von Oda gesagt. Und deshalb glaube ich, dass Sanjis Seele insgesamt schon vielleicht nicht unbedingt die Teufelsseele an sich ist, weil er theoretisch noch wie ein normaler Mensch agiert, aber ich glaube, dass er vielleicht, nachdem er eine Teufelsfrucht aufnimmt, dass vielleicht etwas ziemlich Schlimmes passieren kann, dass vielleicht der ganze Körper von einem Teufel übernommen wird oder sowas in der Art. Wir kennen das Ganze ja von Hakuba. Das ist wirklich ein Dämon, der den gesamten Körper übernimmt, und was wäre, wenn Sanji eine Teufelsfrucht isst und danach auch von diesem Teufel komplett übernommen wird. Hakuba ist ja theoretisch mehr oder weniger unter Kontrolle, aber bei Sanji wäre das Ganze ja wahrscheinlich noch schlimmer. Und deshalb glaube ich, dass er allgemein diese Kräfte hat. Muss nicht unbedingt sein, dass er eine Teufelsfrucht ist, aber vielleicht kommt irgendjemand vorher zur Erkenntnis, oder wir kriegen das Ganze erklärt, wie das mit Sanjis Körper ist, dass da irgendwie jemand genauer mal nachschaut, weil im Endeffekt kann er wirklich einfach aus dem Nichts Feuer erzeugen. Er brennt komplett, er rastet in manchen Stellen richtig aus. Das wird immer als Comedy benutzt, aber im Endeffekt kann das sonst niemand. Also wirklich, diese Feuerexplosion und so weiter, das macht alles Sanji mit seinem Körper. Außerdem hat jemand mal gefragt, hey Oda, was ist mit Sanji? Warum brennt er in manchen Situationen so? Wie kann das sein? Und da hat Oda geantwortet, dass nicht nur sein Bein heiß ist, dass sein ganzer Körper heiß ist und dass sein Herz noch wärmer ist als insgesamt sein Körper. Das heißt, er brennt komplett, auch innerlich. Und das mit dem Herz meinte er wahrscheinlich, weil die Seele ein Teufel ist. Und Teufel steht nun mal für Feuer. Und das passt halt alles im Endeffekt zusammen. Und deshalb dachte ich mir, hey, es könnte doch wirklich sein, dass Sanji bereits eine Seele des Teufels in sich hat. Und die Kraft davon einfach dieses Feuer ist. Das heißt, wir hätten theoretisch zwei Feuernutzer, wobei die Feuerfrucht wahrscheinlich noch was anderes ist. Und dass Sanji komplett nur die Seele eines Teufels in sich trägt und nicht mal eine richtige Seele. Einfach wahrscheinlich, weil das in der Kindheit passiert ist, weil der Vater von Sanji Gott spielen wollte und so weiter. Ich glaube, das könnte damit was zu tun haben. Und ich glaube auch, dass später in der Story, dass das ziemlich wichtig sein wird, wer jetzt Teufelsfruchtnutzer ist. Und dann wird natürlich Sanji zu den Nicht-Teufelsfruchtnutzern gehören. Aber wenn er trotzdem die Seele eines Teufels bereits in sich hat, wird es halt wahrscheinlich in einer Situation komplett schwer werden. Ich glaube, dass Oda so eine Situation komplett nice nutzen könnte. Theoretisch kann Sanji ja dann noch schwimmen, er kann noch alles machen, aber er trägt trotzdem die Seele eines Teufels in sich, und vielleicht kann er, während er in diesem Feuermodus ist, genau dort, vielleicht während er diese Kraft benutzt, ist es einfach so, dass diese Teufelsfrucht sozusagen aktiv wird, also dass es 1:1 ist wie bei einer Teufelsfrucht, dass er dann nicht ins Wasser kann. Das heißt, eine Paramecia-Feuerfrucht, wenn man es so sieht. Außerdem sollte euch ja noch bekannt sein, dass Sanji damals Naruto genannt werden sollte. Und Naruto, für die Leute, die wissen, was das bedeutet, Naruto bedeutet im Endeffekt einfach Kreisel. Und wegen dieser Augenbraue wollte er halt Naruto benutzen, aber hat dann gesehen, dass ein anderer Autor bereits eine Serie namens Naruto rausbringt. Und in Naruto geht es halt im Endeffekt um versiegelte Riesenmonster innerhalb eines Körpers. Also theoretisch die Teufel, die Jinchuriki, sollen ja theoretisch die Teufel darstellen und werden dann in dem Körper von Naruto mit einem Kreissiegel versiegelt. Und das ist eine japanische Sage, das gibt's von damals, das ist nicht nur in Naruto erfunden worden, nein, das ist insgesamt bekannt in Japan. Und deshalb glaube ich, dass es sein könnte, dass dieser Kringel einfach vielleicht eine Versiegelung darstellt. Das heißt, wenn seine Augenbrauen vielleicht weg sind, dass er vielleicht den Teufel in sich komplett rauslässt. Sowas in der Art könnte ich mir auch vorstellen, Freunde. Meiner Meinung nach wird das Ganze passen. Außerdem gibt es dazu noch eine SBS, Freunde. Und zwar hat jemand gefragt, warum sind Sanjis Augenbrauen
am Ende so abgerundet, Freunde. Und Oda hat ziemlich interessant geantwortet in SBS Volume 7, Freunde. Könnt ihr nachschauen. Und zwar antwortet er, hey, du sitzt da, also hör mir jetzt zu. Jeder lebt in Kreisen. Die Sonne, der Mond, die Erde, alle drehen sich. Wahrscheinlich halt, meint er, die ganze Welt, das ganze Universum dreht sich ja im Kreis. Das heißt, die Erde umkreist die Sonne, der Mond umkreist die Erde und die Erde umkreist sich selbst. Das wollte er damit wahrscheinlich sagen, dass jeder in Kreisen lebt. So, und wenn das alles stoppen würde, wäre das ein extremes Desaster. Und er sagt, stell dir vor, dass Sanjis Augenbraue einfach seine Energie sind. Also, dass diese Umkreisung seine Energie darstellt. Und er sagt, es wäre ein extremes Desaster, wenn dieser Kreisel aufhören würde, wenn alles auf einmal anhalten würde. Theoretisch hat er recht. Bei uns auf der Erde wäre komplett alles aus, wenn es sich aufhören würde zu drehen. Und er meinte dann wahrscheinlich, vielleicht war das, wie gesagt, ein kleiner Hinweis darauf, dass wenn dieser Kreisel unterbrochen wird, also das Siegel entfernt wird, um den Teufel in sich zu halten, dass es komplett ein Desaster geben wird. Und deshalb bin ich überhaupt auf diese Theorie gekommen, Freunde. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir unten in die Kommentare, Freunde. Wird Sanji noch vielleicht in eine Situation kommen, wo er eine Teufelsfrucht isst oder nicht? Ich könnte mir diese Situation ziemlich cool vorstellen und dass es vielleicht sogar irgendwie einen kleinen Hinweis darauf gibt, dass ein Teufel bereits in dem Körper von Sanji ist. Vielleicht werden wir dann auch das erste Mal sehen, wie Sanji eine zweite Teufelsfrucht theoretisch ist. Im Endeffekt ist die Seele eines Teufels bereits eine Teufelskraft und wenn er dann noch eine ist, könnte es da zu Problemen kommen. Wir haben ja bisher nur Gerüchte gehört, was passiert, wenn ein Teufelsfruchtnutzer eine zweite ist. Es wird in der One Piece Welt wird so gesagt, dass der Körper sich auflöst. Aber das ist nur eine Sage, also es wird gesagt. Wird auch in One Piece. Blue Deep müsste das sein, dort steht es auch drin. Dort steht, es wird gesagt, die Person löst sich auf. Also eine Person, die eine Teufelsfrucht ist, löst sich auf. Aber das ist auch nur ein Gerücht innerhalb der One Piece Welt. Das heißt, wir wissen es nicht, die in der One Piece Welt selbst wissen es auch nicht. Das heißt, dort können wir es vielleicht zum ersten Mal mitkriegen, wie zum Beispiel das Siegel von Sanji sich auflöst, dass er sich in einen Teufel verwandelt. Und außerdem noch als kleinen Hinweis, Freunde. Und zwar, dass Sanji an Lucifer Morningstar vielleicht angelehnt ist. Denn in den meisten Situationen sieht man wirklich bei diesem Charakter, dass Sanji von ihm sozusagen inspiriert wurde. Denn zum Beispiel sehen die beiden sich ziemlich ähnlich. Sie haben beide so eine Art Gentleman-Aussehen, also beide haben so eine geile Jacke an und so weiter. Dazu sind beide ziemlich intelligent und achten so auf kleine Sachen wie Drinks, Essen und so weiter. Also Sanji ist ja Koch, er mag auch Wein sehr und so weiter. Also dieses Gentleman-Verhalten ist halt eins zu eins gleich. Außerdem hat Lucifer auch einige Regeln, die er genau beachtet, genau wie Sanji. Das heißt, er setzt sich Regeln und beachtet die eins zu eins. Und wenn er böse wird, sieht man auch wirklich, wie diese Wut in ihm komplett aufkocht und in Feuer wiedergespiegelt wird, Freunde. Deshalb glaube ich, dass Sanji an diesen Charakter angelehnt ist und meiner Meinung nach passt das alle viel zu gut zusammen, dass es nicht stimmen könnte oder könnte uns natürlich auf eine falsche Fährte locken, aber ich glaube, es handelt sich hierbei wirklich um einen Teufel, der sich in Sanji verbirgt. Was haltet ihr von diesem Video, Freunde, beziehungsweise von dieser Theorie? Schreibt mir eure Ideen dazu in die Kommentare, das wär's von mir, bis zum nächsten Mal.